Es wird auch gleich weitergehen. Wir warten noch auf die Genossinnen, die gerade ihre Identitäten feststellen. So, liebe Leute, es ist total warm heute. Wir haben ein paar Liter Wasser gekauft. Wer nicht mehr kann, kann sich hier ein bisschen mit Wasser eindecken. Das, was die Polizei hier zur Ablenkung dieser Demonstration unternimmt, das ist eine Farce. Hier seit über einer halben Stunde ein paar Leute festzuhalten, weil sie den Staat verunglimpft hätten mit einer durchaus provokativen, aber im aktuellen politischen Stand sehr, sehr zutreffenden Beschreibung der deutschen Außenpolitik. Das denkt ganz Griechenland von uns, dass wir uns schämen müssen für diese deutsche Politik. Und das wurde auf ein Transparent geschrieben. Und deshalb, am liebsten wäre es den deutschen Medienvertretern, den deutschen Politikern, dass sie das auch in Griechenland verbieten könnten, um mit diesen Eingreiftruppen die Kritik an der deutschen Regierung zu verstummen zu lassen. Aber das ist in Griechenland nicht so. Und dazu sagen die Menschen am Sonntag hoffentlich auch nein. Und wie verschiedene Leute vorhin schon gesagt haben, der Kampf und die Auseinandersetzung, in der Griechenland heute geführt wird, ist auch eine Kampf- und Auseinandersetzung um eine Autokratisierung des europäischen Staatprojektes. Darum, wer hat das Sagen? Sind es die Menschen, die gewählt werden? Sind es die Politikerinnen, die sich von den Militärs beraten lassen, wie aktuell in Griechenland, dort wo gesagt wird, die NATO sagt, wir dürfen nicht beim Militäretat sparen? Oder sind es die Menschen, die heute zur Urne gehen? Und hier wird gerne auch versucht, eine Politik zu fahren, dass wir unmündig sind, dass wir schweigen sollen. Und die Menschen da drüben haben nicht geschwiegen, haben ihre Meinung gesagt und werden das deswegen seit einer Dreiviertelstunde festgehalten. Und auch dazu ein Nein. Und auch dazu noch eine klare Aussage. Wir werden so lange hier bleiben, bis unsere Leute hier bei uns auf der Demonstration sind und wir gemeinsam eine Demonstration weiter zum Pariser Platz machen können. Also ein Aufruf im Guten an die Polizei. Lasst unsere Leute jetzt mal zackig frei. Das dauert eine Dreiviertelstunde. Ihr habt jetzt genug Spirenzchen gemacht. Wir wollen unsere Demonstration machen. Aber wenn nicht, wir können hier ausharren. Wir kriegen das zwar nicht so bezahlt wie ihr, aber wir sitzen auch nicht so in dicken Rüstung. Also, euch wird heiß. Stattreden! Wir sind nicht heute hier, um uns mit euch auseinanderzusetzen. Wir wollen ein Zeichen setzen. Von Berlin nach Athen. Wir sagen Nein! Nachdem es zuerst geheißen hat, es ginge alleine darum, dass ein Formular ausgefüllt werden müsste hinsichtlich dieses beschlagnahmten Transparentes, besteht die Polizei nunmehr darauf, erkennungsdienstliche Behandlungen bei ungefähr 10 Leuten durchführen zu wollen, was ich für den letzten Schrott halte. Nicht nur, dass jeder Polizeibeamte, der einmal einen Blick ins Gesetz riskiert haben wird, sofort erkennen müsste, dass das keine Straftat ist, was auf diesem Transparent stand, ist das nun wiederum eine völlige Überdrehung der Situation, jetzt auch noch zusätzlich eine erkennungsdienstliche Behandlung durchführen zu wollen. Ich würde euch weiter bitten, hier noch Geduld zu haben. Wir haben einen Widerspruch gegen diese Maßnahme eingelegt. Das soll jetzt geklärt werden. Das ist eine Anweisung nicht von den Beamten hier vor Ort. Die hätten die Leute sofort gehen lassen, sondern von den verantwortlichen Kriminalbeamten. Ja? Wir versuchen das so schnell wie möglich zu klären. Wir sind
musikalische Pause. Währenddessen könnt ihr doch mal lautstark der Polizei sagen, was ihr von ihren Aktionen hier haltet. Lasst unsere Freunde frei! Wir wollen los! Die Leute drüben im Plenum haben gerade entschieden, dass wir jetzt losgehen. Es ist eine Frechheit, dass wir hier so lange hingehalten werden und verarscht werden. Aber wir gehen jetzt los. Ihr könnt euch schon mal aufstellen. Und wir sind weiterhin laut und bunt. Ich weiß, es ist heiß. Ich weiß, ihr habt keinen Bock mehr, aber jetzt kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Dann können wir nochmal laut sein und die Polizei hinter uns lassen und uns wieder mehr mit Griechenland beschäftigen. Denn deswegen sind wir hier. Sammelt jetzt noch ein paar Spenden für die Griechenland-Solidaritätsbewegung. Werft was rein, es kommt hier wieder her und dann geht's nach Griechenland. Es haben ja schon Leute angefangen mit irgendwie Crowdfundings und sonst was. Das wird nicht reichen. Wir wissen ganz genau, es wird einen Schuldenschnitt geben müssen. Es wird diesen Schuldenschnitt geben müssen, wie den es für Deutschland 1953 gegeben hat. Und für Deutschland 1953, das ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hat, hat es einen Schuldenschnitt gegeben. Und ein Schäuble sagt heute, ein Schuldenschnitt ist undenkbar. Wenn man bei WikiLeaks nachhört, weiß er selber, dass es unumgänglich ist. Das ist wieder die ökonomische Vernunft. Das ist wieder die politische Vernunft. Das geht darum, in Griechenland ein Exempel zu statuieren. Ein Exempel an einer Regierung, die nicht macht, weitermacht mit der bisherigen Unterwerfungspolitik gegenüber den Märkten. Und jedes kleine bisschen Auflehnung wird so eiskalt bestraft und wird eine Unterwerfung gefordert von Griechenland. Und die wird jetzt durchexerziert. Und es ist so, man schämt sich in Grund und Boden, aus einem Land zu kommen, das 1953 nach diesem mörderischen Krieg, in dem es in Griechenland Millionen von Menschen verjagt, verfolgt und auch Tausende, Zehntausende, Hunderttausende ermordet hat, die Jüdinnen und Juden in ganz Griechenland zusammengejagt, gefercht hat, in einem solchen Land, das seine Schulden gegenüber Griechenland aus den Kriegsverheerungen nie bezahlt hat, aus einem Land, das sich dagegen wehrt, dass diese Schulden anerkannt werden, aus einem Land, das versucht mit allen Tricks die Pfändung des Goethe-Instituts und anderer deutschen Liegenschaften in Griechenland zu verhindern. Und dieses Land sagt Nein zum Schuldenschnitt. Dieses Land diktiert ein Spardiktat. Und zu diesem Land haben unsere Leute da hinten ein klares Statement abgeliefert. Das Statement kann und muss nicht jeder teilen. Aber es ist ein Statement und dafür werden die hier jetzt verfolgt. Und ich finde es schön, dass sie gesagt haben, dass wir weitergehen. Das zeigt uns jetzt auch, dass wir hier gemeinsam Solidarität mit ihnen gezeigt haben. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere Solidarität mit Griechenland auch zeigen. Mit den Menschen in Griechenland, um genau zu sein, die am Sonntag mit Nein stimmen wollen, weil sie ein bisschen Würde behalten wollen, weil sie ein bisschen Nein sagen wollen für uns in ganz Europa und nicht nur für sich kämpfen. Sie kämpfen mit dem Rücken zur Wand und deswegen sollten wir ihnen zeigen, dass sie nicht alleine stehen, dass hier auch in Berlin, auch in der Mitte dessen, was das Hinterland ist von diesem Spardiktat, viele Menschen Nein sagen und deswegen vielleicht noch einmal alle ganz kurz die Schilder, was auch immer draufsteht, hochhalten und dass wir das nochmal zeigen und dass wir das nachher vom Brandenburger Tor machen und an die Polizei, hört auf uns zu provozieren, wir wollen jetzt unsere Demonstration machen und wir gehen jetzt gemeinsam los! Ich soll von der Polizei ausrichten, dass die Schilder mit du mieses Stück Scheiße weiterhin eine Straftat darstellen. Das heißt, sie könnten euch im Notfall abgenommen werden. Ihr seid die Besten, dass ihr extra zum Copyshop gelaufen seid und sie ausgedruckt habt. Passt auf euch auf! Das war's von mir! Mehr lasst mir von denen nicht in den Mund legen!